Er ist mit der Panzerfaust, kommt er mir hinterher. Er ist aber... Ja. Ey, es gibt aber etwas... Zumindest eine positive Sache bei Fortnite. Die haben jetzt auch an uns gedacht. Weil ich war so überhaupt nicht der Bautyp, weißt du? Also wisst ihr. Und da es jetzt dieses Null-Bauen-Modus gibt, ist es nur noch so Schießen. Das ist okay. Da kann ich noch in meinem Alter noch mithalten. Oh Mann. Ja. Fortnite. Ja, ich hab's aber eh verstanden. Ist gar kein Problem. Oh, ich kann hier rauf. Und jetzt? Jetzt kann ich die alle von hier oben platt machen. Lässt sich gut installieren. Alle Spiele kann man voll schnell deinstallieren. Nur manche Spiele brauchen urlange zum Herunterladen, weil sie so groß sind. Ah ja, wisst ihr, ihr spielt ja mehr Sniper Elite als ich. Wisst ihr, warum hier in diesem Teil ab und zu, so wie gerade eben, manche Killcams so grau sind? Hat das irgendeine Bedeutung? Alte 4. Meinst, es gibt ein Spiel, das heißt Alte 4. Ich gehe rein, gebt mir Rückendeckung. Ey, was sind das hier für Räume? Einfach so. Warte, wenn die nur darauf kommen können. Nehme seine Position ein. Wunderbar. Alte 4 ist ein so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Ah, du meinst keine Ahnung, was das Graue bedeutet. Oh. Ah, du spielst ohne Killcam. Nein, sag das nicht. Ist es so schlimm, Sniper Elite 5? Als ob die nicht einmal die Killcam hingekriegt haben. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Ich dachte, das Ding wird mich vom Hocker hauen. Jetzt wird es mich wirklich vom Hocker hauen, aber anders. Oh. Das Leben. Anlage zerstören. Wie soll ich das machen? Das die Dinger? Hey! Schnell. Lade nach. Ich hab's kaputt gemacht. Waffe Kessler weg. Jetzt noch eine Geiselbefreiung oder was? Ausgang. Muss hier rauf. Bring bitte. Ja, passt. Oh, das nehme ich auch noch mit. Die Killcam.
dauern ewig. Okay. Die Killcam ist teilweise super. Und teilweise für die Tonne. Oh. Mir ist schlecht. Sie sollten eine Diät in Betracht ziehen. Und ein Bad. Zeit aufzustehen. Schön vorsichtig, Professor. Interessant. 59. Noch in Zeit. Wie viel ist es? Eigentlich habe ich mich... Ich mach noch. Das habe ich alles geschafft. Was ist das? 0 von 5. Genauigkeit. Wichtig. Lohnt. Genau. Wir haben ja ein verlängertes Wochenende. Montag. Ruhetag. Eine Villa. Oh, habe ich nicht gekriegt. Etwas ab 20. Ich bin noch 21. Wieso gibt er mir das nicht? Hä? Ah nein, ich bin 17. Was ist das hier? Ich oder Tom? Ich bin Serbe. Noch total grün hinter den Ohren. Also von Staatsbürgerschaft her. Aber eigentlich bin ich in Österreich geboren und aufgewachsen und Schule und alles hier. Schwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Ach so, man muss sich ausrüsten. Ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, echt? Wie er seine geliebten Raketen baut? Hört man raus, dass ich Serbe bin oder dass ich aus Österreich bin? Dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein. Achso, wegen Mario. Italiener. Naja. Wir brauchen sie. Ich rede manchmal schon viel mit den Händen, aber noch nicht so. Wir nicht. Aus Österreich, okay. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Danke fürs Folgen, Tom. Danke, danke. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Den hohen Norden von Deutschland. Ich habe dort Verwandte. Kann man sie alleine lassen? Wir sind fast am Meer dort, ganz oben. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia. Wir vergessen, wie ihre Dorf oder Stadt heißt. Gerät bedienen. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird ganz gemacht, anders. Rotfuchs. Ja. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay. Propagandamaschine. Karl. Da ist Joe Biden. Die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie?
Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater in noch am Deutschland ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. Ist mir aufgefallen, dass hier auch von Stadt zu Stadt unterschiedliche Rotbauer und Böhm sich Sprachen habt. Ein Kölner redet anders als ein Berliner. Hochrangige Nazis packen nicht zum Beispiel. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Wieso magst du nicht? Okay. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Ja. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Oh, der ist cool. Dieses Schweizerdeutsch. Ja, cool. Was für ein Gestank. Hässlich. Weißt du, was das ist? Ach, man muss kein Genie. Was glaubst du, ist das hässlich? Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich. Das Wort, wenn du Schweiz magst, kennst du diesen Begriff hundertprozentig. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Huche Häschli oder so heißt Brotkasten. Weißt du, wo du Brot reingibst. Das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Wieso magst du die Katzenzähne nicht? Ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Windei? Okay. Den haben wir schon geredet. Dann geht's los. Hoffentlich ist es jetzt heller. Ach so. Cool, cool. Ah, du drückst die weg? Ja. Früher habe ich auch so gemacht. Rotbauer töten. Schafschütze töten. Das ist ein Primärziel. Soll ich mich da nach oben arbeiten? Nee. Ich glaube, der Scharfschütze ist nicht so wichtig wie der da. Also wir gehen nach rechts. Das ist erstes Ziel. Dann dahin, dann das. Das, das, das. Und dann gehen wir da rüber. Das sollte cool sein. Aha. Okay, zumindest die Story. Hat nicht funktioniert. Entdeckung! Er findet mich eh nicht. Haltet euch außer Sicht weiter!
Auch stark zusammengewürfelt? Hier gibt's okay. Nichts mehr zu finden. Wie viele Meter? 138. Mann, deren Helme sind brutal. Kommt er in meine Richtung? Meine Cam? Oh nein! Sie kackt ab. Warte, FPS ist 60. Das bedeutet, sie braucht eine Abkühlung. Warte kurz, ich drück die Taste. Bin ich noch da? Ja. Obwohl die Kamera sie funktioniert eigentlich. Ist es jetzt aus? Ich drück wieder die Taste zum Anmachen. Movement, ja. Du bist doch nicht. Wer zum Teufel bist du? Das habe ich jetzt kaputt. Taste gedrückt, wieso bin ich nicht live? Also, Kamera. Liebe Kamera, erscheine. Ah, da bin ich. Bin ich noch? Passt das Movement? Diese Geschützstellung muss da weg. Bewege ich mich schnell? Warte mal. Das. Ja, schaut gut aus. Ich sehe es ein bisschen verzögert. Oh. Ist das ein Explosiv was? Sie zittert. Oh Mann. Das ist eigentlich nur, wenn die Grafikkarte sich überlastet. Schafft man schon. So, hier bin ich sicher. Wieso? Funktioniert doch, oder? Ja, jetzt ist flüssig. Achso, du meinst die Autokorrektur. Ich dachte, die Kamera kurz. Sorry. Ist ja oben oder unten?
Schätze, ich habe alles eingesammelt. Was haben wir? In den Einstellungen bei der Tastatur. Ist das? Wenn du am Handy bist. Oder beim iPad. Tablet. Autokorrektor, genau. Was muss ich hier machen? Scharfschütze töten. So schnell bin ich schon da. Ich bin die halbe Karte gelaufen. Ist sicher hier, oder? Sein Werk ist überall zu sehen. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Jetzt gehe ich den Scharfschützen. Von hinten eine... Oh! Falle? Lol, diese Leute haben mir gerade das Leben gerettet. Sonst hätte ich das gar nicht gemerkt, dass da eine Falle ist. Das wird sehr nützlich sein. Komm sie vorsichtig. Da ist noch eine. Oh! Volltreffer. Und dort ist noch eine. Ah. Nehmen wir mit. Sieht nützlich aus. Würde ich aber, glaube ich, nicht brauchen. Mit meiner Spielweise. Sniper? Wo ist er? Noch höher. Oh, da ist eine Leiter. Wartet mal. Was ist hier? Hm? Nein, nicht jetzt petzen. Zuerst den Scharfschützen. Wieso ist da Rauch? Der Boden dampft. Ein Scharfschütze hat eine Kugel mit deinem Namen. Nein, wir machen lautloser Kill von hinten. Hallo? Ich hab mal ein Kieferzimmer. Das ist alles. Oh, was? Nächstes Ziel? Macht man das hier oder das hier? Das ist ein größeres Gebiet. Das sind drei scharfe Dinger. Da mache ich das, weil das wird dann, glaube ich, am meisten Zeit brauchen. Jetzt kann ich einfach runterlaufen, weil keine Falle mehr. Nichts. Was hast du? Handy, Samsung, iPhone. Was? Bis Weihnachten ist alles gut. Ah, da schießt jemand? iMac, okay. Auf PC bist du. Warte. Haben wir irgendwo blaue Punkte? Hm. Nö. Dann hätte ich mich mit denen... Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plänen. Die muss ich haben.
Geräusch? Assassin's Creed. Ist auch einer. Der Vorteil von einem Mac zu einem PC? Ich glaube, das sind nur ein paar Programme. Und irgendwie soll angeblich deren Video-Encoding bla bla bla, aber nicht für Gaming, sondern nur zum Bearbeiten gut sein. Boah, den habe ich poliert heute. Aber die sind richtig teuer. Ja, genau. Das war damals noch. Jetzt sind die IMAX die voll ausgestatteten mit alles drum und dran, dass sie das Maximum haben. Über 15.000 Euro wert oder so. Da kriegst du nur das, was ausschaut wie eine Käsereibe. Kennen Sie das? Diese iMac Pro oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja? Genau. Bei Fotobearbeitung und Videoschneiden ist besser. Aber es gibt eine, damit du voll hast. Der Case, Computer Case, schaut aus wie eine Käsereibe. Also für mich, ich muss immer an Käsereibe denken. Drück mal. Geh mal bei Apple und schau. Das ist kein rechter Winkel. Ein Schusswechsel. Ich kann bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausmerzen. Komm hier nicht rein. 3800. iMac. Dann ist das nur dieser eine Monitor. Stand-PC. Ja, sieht aus wie Käsereibe-Dings. Und urteuer. Du kannst ja so wie jetzt kaufen und dann kannst du ihn konfigurieren. Und mach alles auf Maximum. Du wirst das Geld nicht glauben. Du wirst nicht glauben, wie viel das kostet. Der Apple. Das letzte iPhone, was ich jetzt auch noch besitze und habe, ist iPhone 7. Und das funktioniert noch heute. Gut, ich verwende es auch kaum, weil ich meistens am PC und am iPad bin. Aber ja, ich bin zufrieden. Als Käsereibe benutzen, als ob. Ist das ein Meme jetzt geworden? Scheiße. Hier komme ich nicht rein. Hier Informationen. Nicht richtig? Keine Informationen. Ja, muss ich wirklich googeln. Das würde mich voll amüsieren. Wellrot will ich nicht. Ja, wo sind hier Informationen? Ich hab was gesehen. Jetzt kommen alle drei her. Du fantasierst. Ich hab was gehört. Sieh lieber mal nach.